Ja, sehr geehrte Frau Gräfin Bernadotte, ich bin natürlich sehr dankbar für die Initiative und ich glaube, wenn man an so einem historischen Ort sein darf, der Bischof ist bei mir wirklich im Rücken und Sie können auf Ihre Eltern, Ihre Vorfahren sehr, sehr stolz sein und dass dieses Vermächtnis in dieser Form fortgeführt wird und dann diese wunderbare Symbiose mit dem Deutschen Gartenbauverband umgesetzt wird. Ehrt Sie ganz besonders und Ihre Familie, aber es ehrt natürlich auch die Zünfte des Gartenhauses. Und ich glaube, wenn ich das so sagen darf, wenn ich ja aus Mecklenburg-Vorpommern komme und wenn ich mir überlege, mir hätte jemand vor 30 Jahren erklärt, dass ich irgendwann auch die Gemeinde fahre, dann hätte ich ihm das erklärt, er muss irgendwie nicht ganz richtig denken. Er muss auch verstehen, dass ich letzten Endes einen Lebenstraum natürlich habe, aber der sich wahrscheinlich nie erfüllen wird. Und heute stehe ich hier. Und deswegen ist es für mich wirklich eine ganz besondere Ehre, erstens hier zu sein und natürlich einen Menschen zu ehren, der mir wirklich auch über Jahre ans Herz gewachsen ist. Das ist wirklich so. Er ist ein Schwarzer. Ich bin Norddeutsch und dennoch ein Roter. Wie sich das verträgt, das werde ich Ihnen vielleicht ein bisschen erklären. Und dann freue ich mich wirklich sehr, dass so viele Initiatoren, aber auch Institutionen und letztendlich die Wissenschaft, die Forschung, aber auch diejenigen, die einfach Interesse haben daran, dass dieses Thema als solches, nämlich wie führen wir Menschen weiter zusammen, wie können wir mit dem Thema Garten die Ökologie, diese Bundesdeutschland weiter voranbringen, aber auch die Ökonomie nicht ganz zu vergessen. Insofern freue ich mich natürlich, dass Professor Dr. Backhaus da ist, mit dem ich ja auch eine enge Verbindung pflege. Wir wissen noch nicht ganz genau, wo die Verästelung ganz stattgefunden hat. Aber ich habe schon den Eindruck, dass da noch was ist. Insofern wirkt der Name nicht allein für Qualität. Aber Sie werden auch davon was hören. Aber das steht auch jetzt nicht im Vordergrund, sondern die Laudatio und ich freue mich natürlich, lieber Wolfgang Sobotka, lieber Wolfgang, dass ich eine Laudatio auf dich halten darf. Und es ist mir wirklich eine ganz besondere Ehre und besondere Freude, nämlich das Thema Natur im Garten, das mich auch seit Jahren her begleitet, hier herauszuarbeiten und die Verleihung mit dem Sonja Merkel Preis auch für die Wege der Naturerziehung. Und wir haben ja heute Vormittag, denke ich, schon sehr viel davon gehört. Das ist eine einmalige Chance, auch diese Idee. Und das Leben hängt ja von handelnden Personen ab. Alles im Leben hängt von handelnden Personen ab. Und wenn wir dich, das nehmen wir schon mal vorweg, wenn wir dich nicht gehabt hätten, hätte es diese wunderbare Initiative in Niederösterreich nicht gegeben, aber auch in Deutschland und in vielen anderen europäischen Ländern auch nicht. Insofern hat es aus meiner Sicht in kluger Weise dich getroffen und als Landeshauptmann, Stellvertreter, Magister Wolfgang Sobotka, den Jahrgang im Übrigen, der ja auch für eine gute Qualität gewirkt hat, nämlich 1956 studierte er im Übrigen Geschichte. Und wenn man das dann an der Universität studiert hat oder auch dann, und dann auch weiß, dass er Musikpädagogik dann auch studiert hat, also mehr Musikerziehung, kommt für mich diese wunderbare Beziehung zwischen Kultur und Natur zum Ausdruck. Das hat ihn wahrscheinlich auch geprägt. Und wenn man dann auch weiß, und ich das auch schon selber erleben durfte, wenn er in sein anderes Element übergeht, nämlich als Dirigent vor seinem Orchester steht, dann muss ich ihm sagen, dann geht das Feuerwerk los in ihm und mit ihm oder je nachdem, was denn an Stücken dargestellt wird, der auch sehr beschaulich, sehr besinnlich werden kann. Und wenn man diese Parallele in die Natur, in den Garten hineinlegt, dann verkörpert er in wunderbarer Weise diese wunderbare Kultur des Gartenbaus, der Gartengestaltung mit Inspiration in die Kultur, aber auch in die Kunst hinein. Und wenn man dann seine politische Laufbahn, hat heute Morgen ja schon mal ein bisschen was dazu gesagt, dann bist du vor mir gestartet, 1982, ich 89.
Und dann als Gemeinderat, das heißt, wie ich auch, wir beide sind von ganz unten mit der Hände Arbeit noch zustande gebracht. Viele Politiker können das heute gar nicht mehr. Die werden nicht geboren, um die Zeit zwischen Studium und Rente in der Politik zu überprüfen. Dazu gehören wir leider nicht. Ausdrücklich sagt er, ja, guck ich, wie das war. Dann können Sie das nachlesen. Und auf der anderen Seite ist er dann ja Mürien, und da gibt es die Parallele. 1998 wurde er Landesrat und seit 2009 ist er Landeshauptmann Stellvertreter in der österreichischen Landesregierung und hat sich damit auch einen hervorragenden Ruf, nicht nur in Niederösterreich, sondern in Österreich und darüber hinaus erworben. Das erfüllt mich schon mit Stolz, dass wir gemeinsam, wenn wir uns das sagen dürfen, die gleiche Dienstzeit jetzt mittlerweile absolviert haben. Im Übrigen, das ist dann wiederum etwas ganz Besonderes. Er ist verantwortlich seit vielen Jahren für die Bereiche Finanzen, für den Wohnungsbau, für die Gemeinden sowie für den Arbeitsmarkt. Wie das funktioniert in Niederösterreich, das habe ich noch nur in Teilen verstanden. Aber das hängt natürlich auch wiederum mit der Struktur und der Persönlichkeit von Wolfgang Sobotka zusammen. Außerdem ist er Vorsitzender des Niederösterreichischen Gesundheits- und Sozialfonds und ist damit zuständig für die Angelegenheiten auch des Landesarchivs, des Niederösterreichischen Instituts für Landeskunde und auch für die Landesbibliothek. Auch das, glaube ich, zeigt, wie da der kulturelle Hintergrund auch mit einem Einfluss ausübt. Des Weiteren liegt seine Zuständigkeit in der Landesregierung, das hätte ich mir nicht wegnehmen lassen, in Mecklenburg-Vorpommern, liegt in der Ökologisierung von Gärten und natürlich auch, was die Umweltbewusstheit und die Erziehung zum Umweltbewusstsein innerhalb der Lebensführung innerhalb des Landes Niederösterreichs. Und damit kommt die Idee dann auch näher zum Ausdruck. Nämlich, er hatte damals die Idee, Natur und Garten einen Stein ins Rollen zu bringen, was tatsächlich ja auch eine Begeisterung innerhalb von Niederösterreich in großer Form entfaltet hat. Die Initiative begann ganz klein mit der Amtszeit von Wolfgang Sobotka 1998 als Umweltrat, so wie eine, wenn man so will, im übertragenen Sinne das sagen darf, eine kleine Pflanze, ist die Idee im Laufe der Zeit tatsächlich zu einem richtigen Garten geworden. Eine Pflanze, wo die Initiative an vielen Orten ausgesät und in unsere Mutter Erde gebracht. Sie hat äußeren Einfluss, ob politisch betrachtet, klimatisch oder selbstverständlich natürlich auch die Jahreszeiten mit Form von Wind, von Sonne, aber letzten Endes auch von etwas Gegenwind immer standgehalten und ist auch genau mit diesen Einflüssen weiter gewachsen und hat sich entfaltet. Sie hat Fähigkeiten erlangt, sie hat sich vermehrt und sie trägt Früchte. Mittlerweile blüht diese Pflanze Natur im Garten in voller Pracht nicht nur in Niederösterreich, sondern auch in der Schweiz, in Italien, in der Tschechischen Republik, in der Slowakei und was mich ganz besonders freut, natürlich auch in Deutschland und ganz stark im Mecklenburg-Vorpommern. Immerhin über 200 Gärten mittlerweile, die ausgezeichnet worden sind. So ist Natur im Garten natürlich auch zu einem Erfolg im Mecklenburg-Vorpommern geworden und darüber sind wir froh und wir sind sehr, sehr dankbar für diese Initiative. Und das Projekt ist gerade vor 3 Jahren erst initiiert worden. Das heißt, man kann damit auch natürlich Begeisterung auslösen und wir können damit auch letzten Endes europäisch dieses Thema weiter voranbringen. Wir beide sind in Brüssel gewesen, haben mit dem Kommissar geredet und ich finde, es ist ein großer Erfolg. Nelson Mandela sagte einmal, ich darf zitieren, es erscheint immer unmöglich, bis es jemand getan hat. Und ich finde, das ist ein toller Spruch, der passt hervorragend auch zu dir. Denn du bist derjenige, der die Initiative ergriffen hat und Wolfgang Sobotka hat als leidenschaftlicher Hobbygärtner. Und das habe ich in den Nächten, die wir zusammengesessen haben, immer wieder mit großer Freude zur Kenntnis genommen. Obwohl es für viele tatsächlich zunächst als unmöglich gehalten wurde. Er wollte seine eigene Überzeugung und Haltung zum Umgang mit der Natur und Umwelt und zu einer Einstellung vieler machen, dass die Menschen Verantwortung für ihren eigenen Lebensraum übernehmen und letztendlich damit ihre eigene Emotion, ihre eigene Fähigkeit oder auch eine vielleicht für sich selber eine neue Perspektive zu entwickeln.
kann es eigentlich Schöneres geben, als dafür dann deine Auszeichnung bekommen. Und das Gärtnern bot somit auch eine Begeisterung und die Basis. Die ersten Jahre, auch das ist heute Morgen ja schon ein kleines bisschen deutlich geworden, selbstverständlich gab es Kritiker. Wir wären ja nicht in Europa, wenn es da keine Kritik geben würde. In der Politik, aber auch unter Gartenexperten, haben viele ein Stückchen gezweifelt. Dass mit dem ökologischen Gärtnern eine breite Masse überhaupt erreichbar sein sollte, wurde sicherlich immer wieder hinterfragt. Aber Wolfgang Sobotka hat an diese Idee geglaubt. Ich mittlerweile auch. Und er hat gut bewiesen, er ist hartnäckig geblieben, so kennen ihn viele seiner Mitarbeiter und Mitarbeiter, die ich mittlerweile ja auch sehr gut kennengelernt habe. Und wenn er sich erstmal einmal etwas in den Kopf gesetzt hat, dann wird das auch vorangetrieben und es wird vor allem durchgesetzt. Und das Herzblut in dieser Aktion hat er ja immer wieder auch bewiesen und hat sich nie davon abbringen lassen. Insofern ist Natur im Garten wirklich ein großer Erfolg. Er hat recht behalten und bewiesen, dass etwas, was unmöglich schien, möglich ist. So hat er ein umweltpolitisches Thema für viele zugänglich gemacht, eine Bewegung initiiert, die nichts verändert, sondern die Menschen mitnimmt. Das ist das Besondere. Sondern ausdrücklich immer auch die Aktivitäten für das ökologische Gärtnern auch weiter umzusetzen, zu begeistern und zu motivieren. Schließlich kommt es bei Natur im Garten dabei an, mit und in der Natur zu arbeiten und damit die Schätze der Natur einzusehen, sie einzusetzen und im wahrsten Sinne des Wortes dann auch zu nutzen. Welcher Volkswirtschaftszweig kann eigentlich einkommen und gehen und sich immer wieder zu regenerieren? Es kann nur ein Zweig und das ist diese Landwirtschaft, wenn sie nachhaltig betrieben wird. Das versteht unter Nachhaltigkeit. Wenn man dafür Menschen weiter begeistern kann, dann ist diese Initiative einfach grandios. Und in jeder Saison können die Gärtnerinnen und Gärtner das Ergebnis des naturnahen Handels dann auch noch selber ernten und es genießen. Es ist ein Erfolgsrezept für die Aktion Natur im Garten. Zunächst startet Natur im Garten in Niederösterreich. Ich habe schon angedeutet, mittlerweile ist diese Aktion in 6 Ländern Europas zu Hause und wir liegen im Trend. Auch das darf ich sagen. Regional und Bio sind ein super Trend. Herr Professor Backhaus, entschuldigen Sie bitte. Ich hoffe, dass der Vortrag in die richtige Richtung geht. Aber Sie sind unabhängig. Sie sind unabhängig als Institut. Daran zweifle ich nicht, wie andere das manchmal machen. Aber ich glaube, wenn man insgesamt die Umfragen und auch das, was ich auch höre, würde bei den Umsätzen, die im Bereich des Kleingartenwesens und des Gartenwesens sich entwickeln, sieht das alles, glaube ich, ganz gut aus. Ich glaube, dass die Grundlagen auch klug gewählt waren, nämlich die naturnahe, nachhaltige und ökologische Bewirtschaftung der Gärten immer weiter zu entwickeln und der Verzicht auf die 3 entscheidenden Aussagen, nämlich keine Pflanzenschutzmittel, keine synthetischen mineralischen Düngemittel einzusetzen oder synthetische Dünger einzusetzen und insbesondere keinen Torf einzusetzen. Und wenn dann noch die regionalen Pflanzen und Gehölzarten dazukommen, dann sind wir genau in der regional typischen Entwicklung, die sich die Menschen eigentlich auch wünschen, wenn sie sich danach sehen und dass bestimmte fremdländische Arten dann vielleicht auch ein Stückchen in den Hintergrund treten können. Dieses Anliegen hat damit im Übrigen auch etwas für die Biodiversität ausgelöst, denn wir wissen heute, in unseren Gärten, da gibt es bei uns hier gerade eine Studie drüber, sind über 4000 verschiedene Arten mittlerweile beheimatet. Und im Übrigen auch Arten, von denen wir davon ausgegangen waren, dass sie ausgestorben sind. Insofern ist das ein wirklich wunderbarer Beitrag, sowohl in Stadt und Land für die Biodiversität, ein Beitrag gegen den Klimawandel und letzten Endes ein Beitrag auch zur Integration auf dieser Erde. Ich glaube auch, dass auch neue Ideen wie die Kompostierung, früher haben wir das viel mehr gemacht, oder das Bodenschonende Mulchen, die Nutzung von Regenwasser, aber auch die Förderung von Nützlingen einen ganz besonderen Beitrag auch hier wiederum an die nachfolgenden Generationen mit zum Ausdruck bringen. Und es wäre ein wunderbares Ergebnis, wenn wir hier heute nach Hause fahren oder morgen früh und das Signal in ganz Deutschland
dass jede Schule, das ist wirklich ein Traum, den ich weiter erlebe, dass jede Schule seinen Generationsgarten bekommt. Und zwar generationsübergreifendes Zusammenleben ist das Zukunftsmodell. Und ausgezeichnet und diese Urkunde und der Preis.
gestellt bist. Und ich sage es nochmal, für mich bist du ein wirklich wunderbarer Mensch, an dem man auch erkennen kann, dass man Ziele hat, die Zielstrebig verfolgt.